So. Man sieht alles. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Technik heute. Es ist nicht ganz einfach mit diesem iPad. Mal sehen. Wie war es? Letztes Mal war es nicht. Da war irgendwie bei mir Krankenstand oder so. Und vorletztes Mal war der Jakob dran und vor 3 Wochen war ich dran. Insofern bin ich froh, dass ich Sie heute alle wiedersehe und mache einfach weiter in der Vorlesung. Was war denn in der Zwischenzeit? Es war irgendwie Erwartungswert war, glaube ich, dran, letztes Mal. Davor habe ich jetzt vergessen, was dran war. Irgendwelche Verteilungen wahrscheinlich. Irgendwelche Verteilungen gab es. Genau. Und Erwartungswert war dran und heute kommt dann das nächste, Varianz und Kovarianz. Und ich glaube, das kennen Sie auch schon so ein bisschen aus der Schule. Da gab es bestimmt auch eine Varianz. Aber es ist nichts Schlimmes, weil auch eine Varianz ist eigentlich nur ein Erwartungswert. Sonst will hier jemand in meinen Zoom-Raum rein. Soll ich den zulassen? Eigentlich schon, oder? So. Kann er machen. Also, hier sollte eigentlich die Varianz stehen, aber egal. Also, was ist die Varianz überhaupt? Beziehungsweise, was war eigentlich nochmal der Erwartungswert? Vielleicht schreibe ich es nur hier vorne drauf. Und zwar ist es immer mal für den Fall einer diskreten Zufallsvariable. Da hatten wir Erwartungswert von x geschrieben, als eine Summe über alle Möglichkeiten von klein x und x mal Wahrscheinlichkeit davon, dass groß x gleich klein x ist. Das war der Erwartungswert und die Varianz, wie gerade gesagt, ist auch nur ein Erwartungswert. Hier ist es jetzt so, mit μ kürze ich den Erwartungswert von x ab. Und was will ich? Ich will ausrechnen x minus Erwartungswert, und zwar die quadratische Abweichung, das heißt die quadratische Abweichung von der Zufallsgröße x von ihrem Erwartungswert. Also beim Würfelwurf beispielsweise kann x ja die Werte 1 bis 6 annehmen. Der Erwartungswert, hatten wir mal ausgerechnet, ist 3,5. Und dann muss ich halt ausrechnen, ja, x minus 3,5 kann jetzt irgendeine Zahl zwischen 1 minus 3, minus 2,5 und 2,5 sein. Alles mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Und das kann ich quadrieren und darüber eine Erwartungswert wieder bilden. Das ist dann die Varianz, beziehungsweise, was Sie vielleicht wahrscheinlich auch kennen, die Standardabweichung ist einfach die Wurzel aus der Varianz. Die braucht man dann später vor allen Dingen wieder bei Statistik und bei der Normalverteilung. Hier habe ich es noch ein bisschen ausführlicher hingeschrieben. Also, wir hatten ja hier den Erwartungswert und wir hatten aber auch letztes Mal den Erwartungswert einer Funktion von x, h von x hatten wir es gesagt. Und das war auch wieder Summe über alle x. Und dann hier h von x mal p von groß x ist gleich klein x. Und dann gab es noch diesen Transformationssatz, wie man es irgendwie auch noch hinschreiben kann. Aber so kann ich sagen, und sowas brauche ich jetzt. Ich brauche den Erwartungswert einer Funktion von x. Und die Funktion ist ja x minus μ zum Quadrat. Deswegen kann ich das hier so reinschreiben, x minus μ zum Quadrat. Mal der Wahrscheinlichkeit, dass x gleich klein x ist. Das ist die Varianz und bei einer Dichte war es ja immer so, Summe wird ersetzt durch Integral. Diese Zähldichte hier wird ersetzt durch eine Dichte. Ja, und die Funktion, die ist einfach die Funktion. Genau. Dann weiter im Text. Ja, Rechenregeln. Also machen wir mal ganz kurz das Beispiel von diesem Würfel, weil es irgendwie schön ist. Also, wo schreibe ich das hin? Schreibe ich es bei mir hier hin. Wenn x zum Beispiel dieser Würfelwurf ist, Beispiel kommt dann nochmal ausführlicher. Also x hat Werte, also Würfelwurf. Dann ist der Erwartungswert von x, haben wir ausgerechnet, ist 3,5 oder 7,5.
die Varianz von x. Ja, was muss man machen? Ich muss diese erwartete quadratische Abweichung ausrechnen. Das heißt, ich habe eine Summe. Diese Wahrscheinlichkeiten hier sind alle ein Sechstel. Also ein Sechstel. Und da vorne schreibe ich x von 1 bis 6. Und hier schreibe ich x minus 3,5 zum Quadrat. Das müsste ich eigentlich ausrechnen. So, und es geht auch ein bisschen anders, geht auch ein bisschen einfacher. Und das ist hier. Ich kann mich auch rechnen, den Erwartungswert von x Quadrat minus Erwartungswert von x zum Quadrat. Und der Punkt ist, dass das hier hinten, das kenne ich ja schon. Das kenne ich ja schon, weil den Erwartungswert von x, die 3,5 kenne ich ja schon. Genau. Also ich kann die Varianz auch so ausrechnen. Oder, das ist aber klar, dass es geht, auch so. Sie hatten ja letztes Mal kennengelernt, der Erwartungswert ist linear. Das heißt, der Erwartungswert von der Summe ist Summe der Erwartungswerte. Und wenn Sie sich mal das hier angucken, x mal x minus 1 ist ja x Quadrat minus x. Linearität ist also hier der Erwartungswert von x Quadrat minus Erwartungswert von x. Dann zähle ich den Erwartungswert von x wieder dazu und mache minus Erwartungswert von x zum Quadrat. Dann bin ich also genau wieder da, wo ich hier angefangen habe. Also das ist irgendwie klar. Aber das Erste müssen wir mal kurz überlegen, dass das hier stimmt. Im Falle einer diskreten Zufallsgröße, also Varianz von x, ist eigentlich erstmal Erwartungswert von groß x minus μ zum Quadrat. Und μ ist natürlich jetzt hier der Erwartungswert von x. Dann hindert mich ja nichts daran, im Erwartungswert alles auszumultiplizieren. Dann steht hier Erwartungswert von x² minus 2 μ Erwartungswert von x plus μ². Das Erwartungswert von x² lasse ich mal so stehen. Das gefällt mir ja auch schon, weil das will ich ja, das ist ja genau dasselbe wie das hier. Und bei dem zweiten, also was brauche ich dann? Minus 2 mal μ kann ich rausziehen also aus dem Erwartungswert. Was bleibt dann übrig? Hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier steht ja kein Erwartungswert, ne? Wenn ich es ausmultipliziere, steht minus 2 μ x steht hier einfach nur. Aber wenn ich 2 μ da rausziehe, wenn ich 2 μ hier rausziehe, bleibt ja übrig der Erwartungswert von x. Und der ist aber wieder μ. Das heißt, ich habe hier einfach ein Quadrat. Und plus μ Quadrat, weil hier μ Quadrat ist ja einfach eine Zahl, ist ja gar keine Zufallsgröße. Also bleibt genau das übrig, was ich will, nämlich Erwartungswert von x Quadrat hier minus insgesamt einmal μ Quadrat, ist also hier minus Erwartungswert von x zum Quadrat. Genau, das ist diese einfache Rechenregel. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir in zwei einfachen Beispielen die Varianz ausrechnen können. Erstmal für eine stetige Verteilung und dann für die Binomialverteilung. Und die Binomialverteilung, glaube ich, das kennen Sie aus der Schule noch, was die Varianz da ist, oder? Sollten Sie noch kennen, okay. Ja. Zumindest sollten Sie es kennen. Also Varianz von x. Erstmal ist Erwartungswert von x Quadrat minus Erwartungswert von x zum Quadrat. Den Erwartungswert von x zum Quadrat, das haben wir schon ausgerechnet. Das ist nämlich, ja, was ist der Mittelwert einer auf a bis b uniform verteilten Zufallsgröße? Das ist halt b plus a halbe, also halt gerade die Mitte von dem Intervall. Aber den Erwartungswert von x Quadrat müssen wir ausrechnen. Und das ist ja Integral von a bis b über die Dichte und die ist einfach 1 durch b minus a x Quadrat dx und abziehen muss ich b plus a halbe zum Quadrat. Ja, das hier kriegen wir integriert, weil ich muss nur die x Quadrat integrieren. Stammfunktion von x Quadrat ist
Ist was? Ein Drittel x hoch 3, genau. Ein Drittel x hoch 3 ist gleich, also erstmal ein Drittel schreibe ich hin, das b minus a schreibe ich dahin. Und x hoch 3 muss ich die obere Grenze einsetzen, also b hoch 3 minus untere Grenze a hoch 3. Und dann schreibe ich da hinten minus ein Viertel. Ja, wie mache ich das jetzt? B plus a zum Quadrat brauche ich da. Ja, schreibe ich einfach aus, ne? B Quadrat plus 2ab plus a Quadrat. Jetzt muss man halt irgendwie noch schön machen. Also, das hier kann man in der Tat kürzen. Ich behaupte nämlich, hoffentlich stimmt das jetzt, ein Drittel. Das ist b Quadrat plus ab plus a Quadrat. Weil, wenn Sie b minus a multiplizieren damit, ja, was kriegen Sie dann? Sie kriegen b mal b Quadrat, das ist b hoch 3, das ist das hier. Dann kriegen Sie minus ab Quadrat. Aber minus ab Quadrat kriegen Sie auch, wenn Sie plus b mal ab rechnen. Das ist auch wieder ab Quadrat. Das geht also weg. Dann kommt hier minus a mal ab, also minus a Quadrat b, kommt aber wieder dazu bei ba Quadrat. Und zuletzt noch a hoch 3, das ist dann hier. Also stimmt das. Und dann muss ich halt hier noch wieder minus ein Viertel b Quadrat plus 2ab plus a Quadrat dazu rechnen. Und jetzt muss man wissen, was ein Drittel minus ein Viertel ist. Das ist nämlich, glaube ich, ein Zwölftel, ne? Das heißt, irgendwie wären es jetzt Zwölftel. Und zwar b Quadrat, weil das kommt einmal mit ein Drittel und minus ein Viertel. Dann habe ich plus a Quadrat auf jeden Fall. Genau dasselbe. Und dann habe ich was noch hier? Genau. Halt hier. Ein Drittel ab minus ein halb ab. Und ein Drittel minus ein halb ist ein Sechstel, oder? Minus ein Sechstel. Und minus ein Sechstel ist auch minus zwei Zwölftel. Denn jetzt steht da oben aber ein vollständiges Quadrat, also b minus a zum Quadrat Zwölftel habe ich jetzt da. Das macht auch irgendwie Sinn. Also was macht Sinn? Also erstmal ist es ja, glaube ich, relativ einsichtig, dass der Mittelwert des Intervalls gerade der Erwartungswert ist. Das ist, glaube ich, einsichtig. Und dann wollte ich noch erklären, ja gut, dass hier b minus a steht. Also hier kann jetzt kein b plus a stehen, weil je kleiner das Intervall ist, desto weniger ist ja die Abweichung vom Mittelwert. Die muss ja kleiner werden, wenn das Intervall kleiner wird. Und deswegen macht es Sinn, dass hier jetzt b minus a steht. Genau, also so rechnet man die Varianz der uniformen Verteilung aus. Jetzt also zur Binomialverteilung. Da können Sie sich erinnern, wie das da war beim Erwartungswert. Vielleicht gehen wir mal kurz zurück. Das muss nämlich hier eigentlich irgendwo noch auf meinen Folien sein. Dachte ich. Hier. Da sind genau die beiden Verteilungen. Das war die Rechnung hier. Erwartungswert von x, was haben wir gemacht? Wir haben gemacht den Ausgang k mal der Wahrscheinlichkeit. Und dann gab es einen Trick, wenn Sie sich entsinnen, weil hier k mal k aus n, da kann man ein k letztendlich kürzen, wenn man ein n rauszieht, sozusagen. Und wenn man es jetzt hier sich hinschreibt, dann ist es so, k mal k aus n ist dasselbe wie n mal k minus 1 aus n minus 1. Den Trick gab es. Und dann war es noch ein anderer Trick, dass man gesehen hat, aha, hier hinten steht jetzt aber wieder 1. Weil das auch wieder nach dem binomischen Leersatz irgendwas ist. Ja, dann stellen wir uns ganz kurz vor, hier steht es nicht k, sondern k mal k minus 1.
Dann kann ich denselben Trick nämlich wieder machen. Dann kann ich halt die ersten zwei Faktoren hier wegkürzen. Und das mache ich jetzt. Also eigentlich habe ich hier jetzt Summe wieder über k. K mal k minus 1 und dann die Wahrscheinlichkeit, also k aus n, p hoch k, q hoch n minus k. Und ich will jetzt denselben Trick für die ersten beiden verwenden, also hier k und k minus 1 wegkürzen. Ja, hier Nebenrechnung. Also was habe ich denn? Ich habe oben, ich schreibe gerade mal so, n mal n minus 1 und so weiter, mal n minus k plus 1. Unten habe ich k mal k minus 1 und so weiter bis 1. Und das Ganze mache ich mal k minus 1. Die ersten beiden hier kürze ich weg. Und wenn ich will, dass hier im Zähler und im Nenner dieselbe Anzahl von Faktoren steht, muss ich halt wieder 2 rausziehen. Das ist also n mal n minus 1 mal k minus 2 aus n minus 2. So. Also n mal n minus 1 kann ich rausziehen. Und dann ziehe ich noch ein p Quadrat raus aus dem Ganzen. Und dann bleibt hier übrig k minus 2 aus n minus 2, p hoch k minus 2, q hoch n minus k. Und wenn mich alles täuscht, dann ist es hier hinten wieder nach dem binomischen Leersatz ein Quadrat. Das ist nämlich gerade p plus q hoch n minus 2. Aber wenn ich den binomischen Leersatz ansehe, p plus q n minus 2, was ist das? Das ist die Summe über alle k. Ja. Ob jetzt k von 0 oder von 2 weg beginnt, ist egal. Je nachdem, worüber ich dann k summiere. Also eigentlich muss ich hier k von 0 weg summieren, aber wenn k gerade 0 ist, dann steht hier vorne sowieso 0. Das heißt, k könnte ich eigentlich von 2 losstarten. Und dann kann ich k nach dem mindestens 2 verschieben, sodass ich hier ein k kriege. Und da ein k kriege. Und hier hinten. Das n minus k denke ich mir eigentlich als n minus 2 minus k minus 2. Und das k habe ich jetzt in links verschoben, also so. Und dann steht genau der binomische Leersatz da. Also k aus n minus 2, also die brauche ich alle. P hoch k, q hoch dem Rest. Ist also 1. Weil p plus q ja 1 ist. Also steht da, ist also n mal n minus 1 mal p Quadrat. Jetzt will ich die Varianz ausrechnen und habe dieses hier ausgerechnet. Wie geht es jetzt? Ja, so wie hier. Habe also n mal n minus 1 mal p Quadrat plus den Erwartungswert, also plus n mal p. Minus Erwartungswert zum Quadrat, minus n Quadrat p Quadrat. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir da zusammenfassen können, weil n Quadrat p Quadrat hat man hier ja auch. Das heißt, das geht weg. Sozusagen, dieser Faktor geht mit dem Ganzen hier hinten weg. Was bleibt dann noch? N mal p minus n mal p Quadrat. Kann ich also n mal p ausklammern. Mal 1 minus p. So. N mal p mal 1 minus p ist dann die Varianz der Binomialverteilung. Und die, glaube ich, haben Sie schon mal gesehen in der Schule. Also macht das auch wieder irgendwie so ein bisschen Sinn? Ja, wie ist denn das, wenn p nahe 0 und p nahe 1 ist? Also wenn p nahe 0 ist, dann ist schon mal klar, der Erwartungswert ist halt irgendwie klein, weil dann n mal p klein ist. Also wenn Sie einen Würfel werfen und eine 6 kommt mit sehr kleiner Wahrscheinlichkeit, dann ist die erwartete Anzahl an 6ern, die Sie kriegen, halt sehr klein. Die Varianz ist aber auch sehr klein, weil Sie meistens halt 0 6er kriegen. Deswegen ist die Varianz auch klein.
Wenn p jetzt nahe 1 ist, also wenn das hier klein ist, wenn der Faktor klein ist, dann ist n mal p natürlich in der Nähe von der 6. Quatsch, ich bin beim falschen Experiment. N ist eine Anzahl von Versuchen. Ich muss anders argumentieren, ich muss anders erzählen, ich muss einen Münzwurf machen mit einer kleinen oder großen Erfolgswahrscheinlichkeit und die Münze werfe ich n mal. So muss ich es machen. Also ich werfe eine Münze n mal und frage mich, wenn die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu kriegen, sehr klein ist, was ist der Erwartungswert, was ist die Varianz? Der Erwartungswert ist klein, weil die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu kriegen, ist sehr klein. Die Varianz ist auch klein, weil ich ja meistens keinen Kopf kriege. Wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu kriegen, aber sehr groß ist, dann ist die Anzahl an Köpfen, die ich kriege, ja nahe n. Aber die Varianz ist eben auch sehr klein, was man hier sieht, weil der Faktor 1 minus p hin reingeht. N mal p mal 1 minus p. Das heißt, die Varianz wird hier auch klein, weil ich halt meistens Kopf kriege, wenn p in der Nähe von 1 ist. Man sieht auch, wo ist die, also Frage, wo ist die Varianz am größten? Wo ist die Varianz am größten? Also wo ist, hat die Funktion hier ein Maximum? Ja? Ja, genau. Also gerade in der Mitte von den beiden Nullstellen hat die ein Maximum. Das heißt, die Varianz der Binomialverteilung ist am größten bei p gleich 1/2. Da streut die Anzahl der Erfolge am meisten, was, glaube ich, auch intuitiv vielleicht ein bisschen Sinn macht. Okay, dann können wir gleich weitergehen. Jetzt haben wir also die Varianz. Und jetzt gibt es die Kovarianz. Das Wichtigste ist erstmal, die Varianz rechne ich aus von einer einzigen Zufallsgröße. Also, wie gerade gesagt, ich habe eine Anzahl von Erfolgen beim Münzwurf, habe ich eine Zufallsgröße x und rechne mir daraus eine Varianz aus. Eine Kovarianz ist jetzt eine Varianz zwischen zwei Zufallsgrößen sozusagen. Also ich brauche zwei verschiedene Zufallsgrößen und daraus kann ich dann eine Kovarianz berechnen. Also das könnte dann zum Beispiel sein, Anzahl Kopf und Anzahl Zahl zum Beispiel beim Münzwurf. Wären jetzt zwei Zufallsgrößen, die natürlich komplett abhängig sind, weil wenn ich n mal werfe und ich weiß schon, ich habe irgendwie, also wenn ich 10 mal werfe, ich weiß, ich habe 3 mal Kopf, dann habe ich 7 mal Zahl. Aber es sind erstmal zwei Zufallsgrößen. Oder was könnte man noch nehmen? Für zwei abhängige Zufallsgrößen. Hatten wir da schon irgendwelche Beispiele eigentlich für abhängige Zufallsgrößen? Oder gar nicht so richtig. Also vielleicht beim, wenn ich aus einer Urne ziehe, zum Beispiel. Also ich, die Urne hat drei Farben. Also drei, es gibt, sagen wir mal, 10 Kugeln in der Urne. Zwei davon sind blau, drei sind rot und 5 sind schwarz. Ich ziehe drei Kugeln raus, sagen wir mal, und kann mich fragen, ja, x sei die Anzahl der blauen und y sei die Anzahl der schwarzen Kugeln. Die sind nicht komplett abhängig, aber auch nicht komplett unabhängig. Das wäre so ein Beispiel für abhängige Zufallsgrößen, wo man jetzt auch eine Kovarianz berechnen könnte. Eine Kovarianz ist aber erstmal wieder was Einfaches erstmal, weil es wieder ein Erwartungswert ist, nämlich genau der hier. Also der Erwartungswert x minus μ x mal y minus μ y. Genau. Dann vielleicht noch zur Varianz hier kurz. Klar ist nämlich Folgendes. Also x minus μ zum Quadrat ist auf jeden Fall größer gleich 0, weil ein Quadrat immer größer gleich 0 ist. Das heißt, die Varianz ist immer eine Zahl, die ist größer gleich 0. Geht nicht anders. Die Kovarianz sieht man jetzt hier. Ja, die kann auch kleiner als 0 sein. Weil in dem Beispiel von gerade, ich ziehe also ja meine drei Kugeln aus der Urne. X sei die Anzahl der blauen und Y sei die Anzahl der schwarzen. Wenn ich mehr blaue ziehe, dann ziehe ich typischerweise eher weniger schwarze. Weil ich ja schon weiß, ich habe mehr blaue. Sodass, wenn X überhalb seines Erwartungswerts liegt, wenn X also irgendwie zu groß ist, dann wird Y in dem Fall eher zu klein sein. Das Y wird dann eher unterhalb des Erwartungswerts liegen. Sodass am Ende rauskommen wird bei dem Beispiel, die Kovarianz von X und Y, die ist negativ. Kann also passieren, dass hier auch eine Zahl rauskommt, die kleiner 0 ist. Man sagt in dem Fall, die beiden Zufallsgrößen seien auch negativ korreliert.
Weil eben je größer die eine, desto kleiner die andere. Genau, und dann gibt es hier diese Kovarianz, und es gibt auch noch den sogenannten Korrelationskoeffizienten, und wir werden heute noch sehen, dass der nämlich typischerweise zwischen minus 1 und 1 ist. Genau, der ist zwischen minus 1 und 1. Genau, so. Gibt es wieder Rechenregeln? Kovarianz von x und y ist Kovarianz von y und x. Das ist eine Rechenregel. Die ist aber total klar, weil wenn Sie ein Produkt hier x minus x mal y minus y einfach die Rollen vertauschen, dann kommt es selber raus. Ja, Frage? Das kommt dann auf, nee, das kommt auch noch. Moment. Hier kommt's. Wenn unabhängig, dann ist die Kovarianz 0. Aber wenn die Kovarianz 0 ist, dann sind sie nicht unbedingt unabhängig. So wird es dann sein. Also aus unabhängig folgt unkorreliert, aber aus unkorreliert folgt nicht unbedingt unabhängig. Wo sind wir? Da sind wir. Dann, also dieses. Ja, die Kovarianz kann ich genauso ausrechnen wie bei der Varianz auch, so sehr ähnlich wie bei der Varianz auch. Das sehen wir gleich. Und dann noch die Kovarianz von, ja, die ist linear im zweiten Term, steht hier bitte quasi behauptet. Und damit ist ja auch linear im ersten Term, weil ja kann die Rolle beide kann ja irgendwie vertauschen. Genau. So. So, genau. Also was brauche ich? Ich brauche die dritte Gleichung brauche ich jetzt hier noch. Das brauche ich noch. Und das ist schon so ähnlich wie bei der Varianz auch. Ach so, halt falsch, das ist mir ausgelassen. Varianz von x ist die Kovarianz von x mit sich selbst. Das ist auch klar, weil wenn hier und hier dasselbe steht, steht natürlich auch μ x gleich μ y und dann steht hier einfach das Erwartungswert vom Quadrat. Und das war ja definiert als die Varianz. Also das ist auch klar. Und bei der Varianz, also wenn jetzt hier x und y gleich wären, haben wir ja gerade schon festgestellt, das ist dasselbe wie Erwartungswert von x Quadrat minus Erwartungswert von x zum Quadrat. Und das ist jetzt einfach hier die Fortführung des Ganzen. Und die letzte hier, die Linearität, das folgt aber eigentlich genau wie, ja, das folgt einfach aus der Linearität des Erwartungswerts. Weil, wenn ich das hier angucke und den ersten Term immer gleich lasse, dann ist die Abbildung ja in dem zweiten Term hier einfach linear, weil da war es mit linear ist. Deswegen folgt diese vierte Gleichung hier. So, und dann mal kurz zum dritten. Genau, dann mal kurz zum dritten hier. Wieder im Fall von diskreten Zufallsvariablen, also Kovarianz von x und y. Ja. Wie rechne ich das jetzt aus? Das hatten wir ja noch gar nicht. Ich muss den Erwartungswert von x minus μ x mal y minus μ y ausrechnen. Wie geht es? Ich muss hier summieren über alle Möglichkeiten, was x und y sein können. X minus μ x, y minus μ y. Halt falsch. Quatsch. Das brauche ich hier gar nicht. Was anderes. Ich brauche, das ist der Erwartungswert von, ich multipliziere einfach aus, xy minus μ x mal y minus x mal μ y plus μ x μ y. Das habe ich einfach in der Klammer ausmultipliziert. So. Genau. Also der Term gefällt mir ja schon. Das ist ja einfach der Term hier.
Der nächste Term, μ x mal y, ja, da kann ich wegen Linearität des Erwartungswerts wieder μ x rausziehen, ist einfach eine Zahl. Und übrig bleibt der Erwartungswert von y, was aber μ y ist. Und genau andersrum ist es hier, da kann ich μ y rausziehen und da bleibt mir übrig der Erwartungswert von x, also μ x. Also ist der Erwartungswert hiervon und hiervon schon mal der gleiche und ist auch der gleiche wie hier. Also zweimal abziehen, einmal dazu zählen. Muss ich also im Netto einmal abziehen. Also habe ich Erwartungswert von x mal y minus μ x, was der Erwartungswert von x ist, mal dem Erwartungswert von y, was μ y ist. So. Ganz genau. Das war eine Rechenregel und es kommt die nächste. Da muss ich aber einmal kurz hier angucken. Kurz einen Moment. Weil den Beweis, den kann ich mir nicht so gut merken. So. Und zwar, wenn Sie sich erinnern, wir hatten die Kovanz definiert, die hier nämlich. Wir hatten auch den Korrelationskoeffizienten definiert, den hier. Und beim Korrelationskoeffizienten teile ich ja gerade durch die Standardabweichung. Beziehungsweise, wenn ich hier ein Quadrat hinmache, dann kommt jetzt hier auch ein Quadrat, Quadrat, Quadrat. Und ich will jetzt zeigen, dass der Korrelationskoeffizient immer zwischen minus 1 und 1 liegt. Also sprich, dass das Quadrat immer höchstens 1 ist. Also die Kovarianz ist beschränkt durch Produkt der Standardabweichungen. Oder Kovarianz Quadrat ist beschränkt durch Produkt der beiden Varianzen. Also die Kovarianz, die kann nicht irgendwas sein, die Kovarianz aus zwei Zufallsgrößen x und y, die kann eben höchstens so groß sein, die ist irgendwie beschränkt durch die Varianzen der beiden Zufallsgrößen. Was eigentlich ganz lustig ist, weil die Kovarianz selber ist ja eine Größe, die hängt von beiden ab und die Varianz von dem einen hängt nur vom einen ab und die Varianz vom anderen hängt nur vom anderen ab. Das heißt, ich finde, ja, es ist ein bisschen unintuitiv, warum das hier mindestens 1 ist, aber es kommt eben raus, dass eben die Kovarianz zum Quadrat immer kleiner durch Produkt der Varianzen ist. Also sozusagen ist es eigentlich so, das Schlimmste, was passieren kann für die Kovarianz, ist, dass x gleich y ist, dann sind sie ja maximal korreliert, sozusagen. Ja, dann steht hier über die Varianz und hier unten halt auch. Das Schlimmste, was passieren kann. Ja, zeigen wir das mal kurz. Der Korrelationskoeffizient ist immer zwischen minus 1 und 1, beziehungsweise ja, Kovarianz Quadrat ist immer kleiner gleich Varianz von x mal Varianz von y. O, B, D, A zeige ich das in dem Fall. O, B, D, A zeige ich das in dem Fall, wenn der Erwartungswert nämlich gleich 0 ist. Von beiden, weil ja, Kovarianz hängt eh nur ab von x minus Erwartungswert von x. Das heißt, wenn der Erwartungswert nicht 0 wäre, ziehe ich ihn einfach ab und habe dann wieder eine Zufallsgröße, deren Erwartungswert 0 ist. Ja, fangen wir also mal an. Und zwar der Ansatz ist der folgende: Es gilt immer, C Betrag x plus Betrag y zum Quadrat ist immer größer gleich 0. Das ist ja irgendwie klar, weil es ein Quadrat ist. Das kann ich aber auch ausrechnen. Das ist ja c Quadrat x Quadrat plus 2c Betrag xy plus y Quadrat, einfach ausmultipliziert. Und jetzt kann ich natürlich irgendein C einsetzen. Und das C, was ich einsetzen mag, ist nämlich Erwartungswert von xy geteilt durch Erwartungswert von x Quadrat. Und ich will das einsetzen. Das heißt, ich will einsetzen, ja, das hier ist größer gleich 0.
Das heißt, 0 ist kleiner gleicher dieses c-Quadrat. Was ist denn dieses c-Quadrat hier? Ja, Erwartungswert von xy zum Quadrat durch Erwartungswert von x-Quadrat zum Quadrat. Achso, ich will es nicht nur einsetzen, ich will auch dann hier vorne noch Erwartungswert schreiben. Dann kürze ich mich ein x-Quadrat hier weg. Und was bleibt denn übrig? Es bleibt übrig Erwartungswert von x, y. Halt. Hier brauche ich Betragsstriche zum Quadrat. Das ist das c-Quadrat hier. Dann eigentlich durch Erwartungswert von x-Quadrat zum Quadrat mal Erwartungswert von x-Quadrat. Also geteilt durch Erwartungswert von x². Dann habe ich hier plus 2c Betrag xy, auch den Erwartungswert. Plus 2 und dann Erwartungswert. Ah, halt falsch, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar hätte ich doch hier bitteschön gerne ein Minus, was aber dann sonst keine Konsequenz hat. Aber die Konsequenz, die ich brauche, ist, dass hier ein Minus steht. Wo bin ich? Ich bin da. Minus 2c Betrag xy. Also c war ja Erwartungswert von Betrag xy durch Erwartungswert von x². Mal Erwartungswert von Betrag xy. Also habe ich das hier oben zum Quadrat. Und zu guter Letzt plus Erwartungswert von y Quadrat. Das ist größer gleich 0, dieser ganze Term. Das haben wir jetzt gezeigt. Ja, man kann auch was zusammenfassen, nämlich die ersten beiden Terme sind ja dieselben. Das heißt, ja, ich kann es auch irgendwie anders schreiben. Also ich kann beispielsweise schreiben, minus dem und den hier mache ich aber weg. Das haben wir jetzt gezeigt. Ja, und jetzt steht es aber da, weil jetzt könnte ich ja den hier auf die andere Seite bringen und mit Erwartungswert von x² multiplizieren. Dann steht da Erwartungswert von Betrag xy zum Quadrat kleiner gleich Erwartungswert von x² mal Erwartungswert von y². So. Und das war ja behauptet, weil Erwartungswert von x war ja voraussetzt ist 0 und der ist auch 0. Dann steht also gerade, ja, also, wobei eigentlich nicht ganz, ne? Eigentlich ja nicht ganz, weil hier steht jetzt irgendwie ein Betrag drin. Hier steht ein Betrag drin und da oben ja eigentlich nicht, weil Kovarianz aus x und y. Ist ja eigentlich Erwartungswert von x mal y. Also gezeigt habe ich Erwartungswert von Betrag xy zum Quadrat, kleiner gleich dem hier, und behauptet war aber das hier oben. Warum bin ich denn trotzdem fertig? Konnte mir jemand folgen? Was ist denn größer, x oder der Betrag von x? Oder größer gleich? Ja. Ja, genau. Also das hier unten habe ich gezeigt. Und das hier ist natürlich größer gleich Erwartungswert von xy. Super. So. Genau. Und dann habe ich es gezeigt. Das braucht man manchmal, um zu sehen, dass eben der Korrelationskoeffizient zwischen minus 1 und 1 ist. Das heißt, eine Korrelation ist maximal 1 und minimal minus 1. Minus 1 gerade dann, wenn x gleich minus y ist, beispielsweise wenn x gleich minus y ist, dann ist der Korrelationskoeffizient gerade minus 1.
Genau. Dann zum nächsten. Das hatten Sie ja vorhin schon gefragt. Unabhängige Zufallsgrößen sind unkorreliert. Das heißt, haben eine Kovarianz, die 0 ist. Das hatten Sie sozusagen schon geraten. Ist auch vom Namen her irgendwie so unkorreliert, unabhängig. Klingt irgendwie so ein bisschen ähnlich. Wichtig ist zu sehen, in die eine Richtung geht es, also wenn unabhängig, dann unkorreliert, in die andere nicht unbedingt, nur manchmal. Das beweist man auch ganz schnell, jetzt wieder mal für diskrete Zufallsgrößen. Ja, wie denn? Also x und y sind unabhängig. Also das eine ist mal unabhängig, x minus μ x, y minus μ y. Das soll 0 werden, wenn x und y unabhängig sind. Schreibe ich erstmal aus, was ist denn das überhaupt? Das ist die Summe aller x und y. Ja, klein x minus μ x mal klein y minus μ y. Und dann brauche ich hinten eigentlich p von groß x ist klein x, groß y ist klein y. Jetzt sieht man auch schon, wo die Unabhängigkeit eingehen könnte. Was hieß denn Unabhängigkeit eigentlich nochmal? Wann hießen, ja? Ja, genau in den Formeln. Genau, also Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses. Also sowas hier ist gleich Produkt der Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn die unabhängig sind, kann ich auch schreiben. P von x gleich x mal P von y gleich y. Ja, und wenn das so ist, dann kann ich nämlich das Ganze so ein bisschen sortieren. Dann kann ich hier draus machen, Summe über x mal x minus μ x, P von groß x ist klein x. Da hängt ja nichts von y ab. Und die Summe von y, die mache ich einfach danach. Y minus μ y, P von y gleich y. Ja, und jetzt? Warum ist es 0, ja? Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Also wir können ja gleich mal ein Beispiel überlegen. Von unkorrelierten, aber nicht unabhängigen. Ich glaube, es gibt auch eins auf dem Übungsblatt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist gar nicht so leicht zu konstruieren. Also, ja, schauen wir gleich mal. Aber wieso bin ich jetzt hier fertig? Also jetzt muss ich hier 0 rauskommen. Wieso ist denn das wohl 0 jetzt? Also hier vorne bei der Summe, ist ja nur eine Summe über x, da kommt ja nur x vor. Und das ist, was für ein Erwartungswert ist denn das, der hier steht? Da steht auch wieder ein Erwartungswert, ne? Nämlich welcher? Ja? Ja, fast. Da steht der Erwartungswert von x minus μ x. Weil es ja gerade die Funktion ist hier, die hier vorne steht. Und genau der Erwartungswert, den rechne ich gerade aus. Ja, mal Erwartungswert von y minus μ y. Ja, und warum ist der jetzt 0? Oder der 0? Warum ist jetzt alles 0? Ja? Ja, es sind beide 0, weil ist ja Linearität des Erwartungswerts. Das heißt, das hier ist dasselbe wie Erwartungswert von x minus Erwartungswert von μ x. Erwartungswert von x ist aber μ x. So war μ x ja da definiert. Minus Erwartungswert einer Zahl ist die Zahl selber, also μ x ist also 0. Also sozusagen, Sie würfeln. X ist das Ergebnis des Würfelwurfs.
Im Mittel haben Sie eine 3,5. Was ist der erwartete Abstand des Würfelwurfs von 3,5? Der ist 0. Ist ja irgendeine Zahl zwischen minus, was haben wir gesagt, minus 2,5 und 2,5, also in gleicher Wahrscheinlichkeit. Im Mittel ist es 0. Das heißt, hier steht jetzt 0. Wir haben es also gezeigt. Unabhängige Zufallsgrößen sind unkorreliert. So. Also was jetzt gleich noch passiert, dazu brauche ich jetzt diese Varianz einer Summe. Wir wollen nochmal uns Quicksort angucken. Da hatten wir letztes Mal ja die Average Case Analyse gemacht. Wie lange ich brauche, um einen Vektor der Länge n zu sortieren, beziehungsweise wie viel Vergleiche ich machen muss. Das war eigentlich die Größe, die wir angeschaut haben bei Quicksort der Länge n. Und heute wollen wir ausrechnen, was sind die Varianz der Anzahl der Vergleiche bei Quicksort, beziehungsweise wir rechnen es nicht ganz aus, aber wir schätzen es ein bisschen ab. Können Sie sich da erinnern? Vielleicht machen wir das nochmal kurz, oder? Average Case Analyse von Quicksort. Schadet vielleicht, ja? Ach so, stimmt, das wollten wir ja gerade. Ups. Stimmt, da wollten wir gerade ein Beispiel machen, ne? Wie war das Beispiel? Gibt es überall eigentlich schon? Gibt es schon? Ja, gibt es schon? Gerade ein Beispiel drauf. Ich glaube nämlich fast. Hier Platz 6 habe ich es aber auch. Hier, Aufgabe 4. Aufgabe 4 auf dem Übungsblatt. Also ich schreibe mal kurz hin, was da ist. Also, sei x eine Zufallsgröße mit p von x gleich 1 gleich p von x gleich minus 1 soll bitteschön sein 2 Fünftel. Außerdem soll sein, p von x gleich 0 ist halt nicht 0, 2. Ups, Entschuldigung. 2 gleich p von x. Ich schalte mal an, das schmiere hier. X gleich plus minus 1 ist 2 Fünftel, also soll heißen, die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 1 ist, ist 2 Fünftel, dass minus 1 ist, ist auch gleich 2 Fünftel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich plus minus 2 ist, soll bitteschön sein 1 Zehntel. Sonst kann x keine Werte annehmen. Das heißt, x kann die Werte minus 1, minus 2, 1 und 2 einnehmen. Und die Summe der Wahrscheinlichkeit, mal kurz, ob irgendwo stimmt, 2 Fünftel plus 2 Fünftel sind 4 Fünftel. Plus 2 mal 1 Zehntel sind 5 Fünftel, also Wahrscheinlichkeitsmasse verteilt. Und Y ist eine Zufallsgröße. Ja, Y ist x mal Indikatorbetrag von x ist 1 minus x mal Indikatorbetrag von x ist 2. Ja. Dann wird nämlich behauptet, der Erwartungswert ist jeweils 0. Also der Erwartungswert von x ist 0, das ist, glaube ich, offensichtlich, weil ist ja völlig symmetrisch um 0 drumherum. Bei y muss man mal gucken. Also, wie ist denn das? Wenn x 1 ist, also wenn x 1 ist, dann ist y auch 1, oder?
Wenn x minus 1 ist, was ist denn dann y? Wenn x minus 1 ist, ist y doch auch minus 1. Genau. Wenn x 1 ist, ist y auch minus 1. Was ist denn, wenn x 2 ist? Was ist denn dann y? Frage da. Ja, genau, wenn x 2 ist, ist y minus 2. Und wenn x minus 2 ist, ist y gerade 2. Also da dreht sich es gerade um. Dann ist klar, x und y sind identisch verteilt, würde ich jetzt mal sagen. Weil alles, was sich umdreht, ist ja, also wenn der x hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, plus und minus 2 zu sein, und nur die beiden Fälle drehen sich sozusagen um. Der Wahrsinn von y ist genauso 0 wie der von x. Und dann soll man hier berechnen, die Kovarianz aus x und y. Ja, der Erwartungswert von x und y sind jeweils 0. Ich brauche noch den Erwartungswert von x mal y. X mal y, was kann das sein? Das kann 1 sein und, also betragsmäßig kann es eigentlich nur 1 und 4 sein, oder? Weil betragsmäßig sind die beiden ja sowieso identisch. Betrag von x und Betrag von y sind eh gleich. Also wenn x 1 ist, dann haben wir gesagt, dass y auch 1, dann ist x mal y auch 1. Wenn x minus 1 ist, ist y auch minus 1. Und dann ist x mal y auch wieder 1. So. Also wenn x 1 oder minus 1 ist, ist x mal y 1. Das heißt, ich behaupte jetzt mal, wobei es ja praktisch schon die Lösung von einer Aufgabe ist, aber egal. Die Wahrscheinlichkeit, dass x mal y 1 ist, ist 4 Fünftel, behaupte ich. Stimmt es? Weil immer dann, wenn x 1 oder minus 1 ist, ist x mal y nämlich 1. Weil in dem Fall hatten wir ja gesagt, ist ja x gleich y. Stimmt es? Oder nicht zu schnell? Ja. Ah, eine Indikatorfunktion. Ja, okay, wenn man das nicht weiß, dann ist jetzt irgendwie schwierig. Also Indikator unten a von irgendeinem kleinen Omega kann zwei Werte annehmen, nämlich 1 und 0. Und 1 ist dann, wenn Omega in a ist und 0, wenn Omega nicht in a ist. Und übertragen auf den Fall hier, das hier ist eine Funktion. Die ist genau dann 1, wenn Betrag von x 1 ist und sonst ist es 0. Ja. Ne, y ist dann auch, was ist denn y, wenn x minus 1 ist? Ist doch auch minus 1. Genau, dann ist minus 1 minus 1 ist auch wieder 1. Also passt, oder? Genau. Und was kann noch passieren? X kann betragsmäßig 2 sein. Und dann habe ich festgestellt, dass Y gerade minus X. Das heißt, ich habe noch eine andere Wahrscheinlichkeit dafür, dass X mal Y minus 4 ist. Und das ist halt der Rest, das ist ein Fünftel. Ja, und jetzt sieht man, jetzt habe ich hier eine Zufallsgröße, die nenne ich jetzt einmal X mal Y, hat genau die Verteilung hier. Und der Erwartungswert ist gerade 0, weil ich brauche gerade 1 mal 4 Fünftel minus 4 mal 1 Fünftel. Das ist also gerade 0. Aber sie sind halt nicht unabhängig, weil ich weiß, wenn x betragsmäßig 1 ist, ist y auch betragsmäßig 1. Unabhängig sind sie nicht. So viel zur Aufgabe 4 des aktuellen Blatts. Ja? Also wir hatten festgestellt, wenn x betragsmäßig 2 ist, hier.
Wenn x betragsmäßig 2 ist, dann ist wegen dem Minus hier, ist y gerade minus x. Das heißt, wenn x 2 ist, ist es minus 2, und wenn x minus 2 ist, ist es gerade 2. Ist y gerade 2. Das heißt, das Produkt ist immer minus 4. Okay, soviel also zu dem Beispiel. Und ich wollte noch mal ganz kurz zu Quicksort, weil das vielleicht auch noch mal Thema sein wird, noch mal kurz zu dieser Average-Case-Analyse von Quicksort. Was kam denn raus? Hier, das kam am Ende des Tages raus. Also Größenordnung 2n log n. Braucht Quicksort, wenn ich ihm einen Input der Länge n gebe. Asymptotisch für große n. Das kannten Sie vielleicht auch, ich weiß es nicht. Das haben wir ausgerechnet. Und wie haben wir es ausgerechnet? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Das brauche ich mir jetzt alles gleich wieder. Ja, dazu eigentlich ja schon nochmal von Anfang an. Also ich will diesen Vektor hier sortieren. Den Vektor hier sortieren, 3, 1, 5, 4, 2, 7, 6. Ich nehme jetzt halt den Vektor, der nur die Zahlen 1 bis 7 hat. Wenn es andere Zahlen sind, dann muss ich halt irgendwie noch was machen. Aber angenommen, ich weiß schon, dass es genau die Zahlen 1 bis 7 sind. Natürlich könnte ich es viel schneller sortieren, wenn ich schon wüsste, ich muss die Zahlen 1 bis 7 sortieren, ist auch klar. Aber jetzt hier für die Analyse. Was mache ich? Ich nehme ein Pivot-Element, die 3 hier. Und sortiere alles, was kleiner als 3 ist, links davon. Das sind die 1 und die 2 hier, deswegen stehen die da. Und alles, was größer ist, das ist hier 5, 4, 7, 6, das sortiere ich rechts davon. Und rufe dann Quicksort wieder auf mit dem Vektor links davon, mit dem Vektor rechts davon. Und iterativ arbeitet sich dann durch und kommt dann am Ende eben zu dem sortierten Vektor. Und worauf ich gerade raus will, wir hatten da letztes Mal eine Schreibweise, nämlich die Anzahl, was brauche ich? Die Anzahl der Vergleiche brauche ich. Und ja, also A, J sei die Menge, Quicksort vergleicht I und J. Und wenn ich jetzt über alle Möglichkeiten I und J summiere, die es so gibt, I kleiner als J, dann kriege ich meine Funktion H, also die Anzahl der Vergleiche gesamt. Das ist irgendwie klar, das ist einfach Summe über alle Möglichkeiten. Also H ist diese Summe über diese Indikatorfunktionen wieder. Die sind ja nur 0 oder 1, also 1, wenn es I und J vergleicht und sonst nicht. Das ist, glaube ich, klar. Und dann hatten wir letztes Mal gesagt, ja gut, wenn ich jetzt den Erwartungswert von H von Sigma, wenn Sigma jetzt eine zufällige Permutation ist, ausrechnen wollen, dann können wir den Erwartungswert, die Linearität des Erwartungswerts verwenden und Erwartungswert von Summe schreiben als Summe der Erwartungswerte. Und Erwartungswert von einer Indikatorfunktion ist gerade die Wahrscheinlichkeit von AIJ, hatten wir gesagt. Also brauchen wir nur noch die Wahrscheinlichkeit davon, dass I und J verglichen werden. Und dazu gab es dieses eine Gleichheitszeichen, das ist wichtig ist zu verstehen. Also wann genau werden denn I und J miteinander verglichen? Das ist hier nochmal ein Beispiel. Also klar ist zum Beispiel, ja 3 wird mit allen verglichen, weil 3 ist mein erstes Pivot-Element, wird mit allen verglichen. Aber zum Beispiel 2 wird ja nicht mit 5 verglichen, weil 2 landet ja beim ersten Durchlauf hier auf der linken Seite von der 3 und 5 auf der rechten Seite von der 3. Das heißt, 2 muss ich nie mit 5 vergleichen. Warum nicht? Ja, und das ist das hier. Also ich schaue mal den Vektor an, also den Teilvektor von dem hier oben, der von 2 bis 5 geht, 2, 3, 4, 5. Also besteht aus 2, 3, 4, 5. Ja, und in dem Vektor hier, da kommt weder 2 noch 5 an erster Stelle. Also 5 ist, an erster Stelle kommt die 3. Und weil 2 oder 5 nicht an erster Stelle kommen, werden sie auch nebeneinander verglichen. Weil, ja, das ist mein Pivot-Element, das Pivot-Element muss zwischen 2 und 5 liegen, weil ich ja nur den Vektor nehme, zwischen, also der von 2 anfängt und bei 5 aufhört. Das heißt, das Element, was hier vorne ist, muss dann dazwischen liegen. Und wenn es dazwischen liegt, dann wird ja bei
dem Durchlauf von Quicksort die 2 auf die eine und die 5 auf die andere Seite verwandt. Und dann werden sie nicht miteinander verglichen. Das heißt, wenn hier vorne was anderes steht als 2 oder 5, dann wird 2 und 5 nicht miteinander verglichen. Anders ausgedrückt, nur wenn hier vorne 2 oder 5 steht, werden 2 und 5 miteinander verglichen. Also wenn 2 oder 5 an der ersten Stelle des Vektors steht, der von 2 bis 5 geht, dann werden die miteinander verglichen. Genau. Deswegen steht hier A, J ist dasselbe wie die Menge an Sigma. Im Teilvektor von Sigma, der I bis J enthält, kommt I oder J an erster Stelle. Und die Wahrscheinlichkeit hiervon müssen wir ausrechnen, wenn wir den Basiswert hiervon ausrechnen wollen. Und das ist aber jetzt was Einfaches, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Teilvektor, der I bis J enthält, I oder J an erster Stelle kommt, die ist, hier steht es, 2 durch J minus I plus 1, weil I oder J sind zwei Möglichkeiten und der Vektor insgesamt enthält J minus I plus 1 Einträge. Das ist einfach nur Anzahl der günstigen durch Anzahl der alle Möglichkeiten. Ja, und das wäre jetzt die exakte Laufzeit. Da muss man doch irgendwie ausrechnen, was ist denn ungefähr? Und dann kommt eben hier raus 2n log n ungefähr. Das war Average Case Analyse. Und heute wollen wir uns wagen an die Varianz. Die wollen wir nur abschätzen und machen es auch nicht ganz exakt. Aber basierend wollen wir das Ganze wieder auf dieser Formel hier. H von Sigma ist eine Summe. Wir wollen es aber hier nicht davor schreiben Erwartungswert, wir wollen hier vorschreiben Varianz. Das heißt, wir brauchen, was ist eigentlich die Varianz einer Summe? Und deswegen ist der nächste Satz hier, was ist die Varianz einer Summe? Und was ist die Varianz einer Summe? Da ist es leider nicht ganz so einfach wie beim Erwartungswert, da ist es ja einfach nur linear. Aber ganz hässlich ist es auch nicht. Varianz einer Summe ist Summe der Varianzen plus Summe der Kovarianzen. Kommt hier raus. Und das kann man sich mal ganz kurz angucken. Ja. Sagen wir mal wieder UBDA, dass die Erwartungswerte alle 0 sein sollen. Das ist irgendwie einfacher. Also Erwartungswert von XI sollen alle 0 sein. Dann brauche ich also den Erwartungswert von, also der Erwartungswert von der Summe ist dann ja auch 0 wegen Linearität. Ich brauche also nur noch den Erwartungswert von Summe i von 1 bis n xi und das Ganze hier zum Quadrat. Ja, und also alles, was ich tun muss, ich muss hier im Erwartungswert das hier ausmultiplizieren. Also steht da Erwartungswert von, ja, und ich mache das jetzt mal so und Sie erklären mir, warum das gilt. I, J von 1 bis N, X, I, X, J. Stimmt es? Und wenn ja, warum? Das sieht komisch aus, kann nicht stimmen. Also ich habe im Geiste Folgendes gemacht. Ich habe so gemacht. Eine Summe habe ich so gelassen, ist einfach Summe i von 1 bis n xi. Und das andere Produkt habe ich geschrieben als Summe über j von 1 bis n xj. Und dann habe ich Summe und xj vertauscht. Und dann steht genau das hier da. Geht ja, oder? Ja? Also die Summe in Kommata in den Mittel von 2 heißt, dass wir hier in j parallel. Ja. Also ich schreibe es mal ausführlich, Sie haben völlig recht. Um es mal klar zu machen, i von 1 bis n, Summe j von 1 bis n, das meinen Sie, ne? X, I, X, J, ja. Also Doppelsumme heißt, also Summe i, J ist gleich 1 bis n, heißt beide dann hochgezählt, ja. Also so. Ja. So, ja, und jetzt muss ich nur noch sortieren. Also, jetzt gibt es den Fall xi ist gleich xj. Genau, ist also erwartet, also ich ziehe das auseinander. Beziehungsweise, ich kann natürlich bedenkenlos jetzt Erwartungswert und Summen vertauschen. Das heißt, jetzt mache ich erstmal alle die Fälle, wo i gleich j ist.
1 bis n, Erwartungswert von xi Quadrat habe ich da. Und dann habe ich, na, dann habe ich die Fälle i kleiner j und ich habe die Fälle j kleiner i. Erwartungswert xi xj, Erwartungswert xi xj. Wobei das hier auch wieder heißen soll, summiere über alle i und alle j, also über alle Paare, aber nur über die, wo i kleiner als j ist. Und hier entsprechend, wo j kleiner als i ist. Also sozusagen, ich teile alle Fälle auf und die, ja, beide sind gleich. Das ist das. Der erste ist kleiner als der zweite und der zweite ist kleiner als der erste. Das ist also klar. Und das hier, ja, wenn die Erwartungswerte 0 sind, steht hier aber einfach nur die Varianz. Also hier steht einfach Summe i von 1 bis n, Varianz von xi. Das gefällt mir, weil das ist genau das, was ich haben will. Ja, und Erwartungswert xi, xj, gut, einer ist kleiner, einer ist größer, okay. Das heißt aber eigentlich, über alle Paare von nicht gleichen Indizes summiere ich halt einfach doppelt. Das heißt es da hinten einfach. Plus zweimal. Und jetzt muss ich halt gucken, welche ich nehme. I kleiner j zum Beispiel hier. Erwartungswert von xi mal xj ist aber einfach die Kovarianz aus xi und xj. Genau. Und dann haben wir das hier so gezeigt. Also muss ich aufpassen. Hier i kleiner als j ist wichtig und dann die 2 davor. Ich könnte auch einfach i ungleich j schreiben, das wäre dann sozusagen die Zeile, und die 2 davor nicht machen. Könnte ich genauso machen. Ist aber irgendwie egal, dann rechne ich halt doppelt. Okay. Und dann kommen wir zu Quicksort und wollen jetzt da die Varianz der Anzahl der Vergleiche uns angucken. Das ist nochmal der Quicksort-Algorithmus, den wir letztes Mal, also den wir erstens letztes Mal gesehen haben und vorhin ja auch nochmal diskutiert haben. Und das ist nochmal die Folie von letztes Mal auch. Ja, wie wir das gemacht haben. Also bei dem Beispiel 3, 1, 5, 4, 2, 7, 6. So. Wie ihr das macht hier. Mit dem Beispiel. Also, das ist eben wichtig nochmal zu erkennen, dieses Gleichheitszeichen. Ich brauche eben den Teilvektor, der i bis j enthält. Und wenn i oder j an erster Stelle kommen, dann werden die beiden verglichen, sonst nicht. Und ich habe eben genau diese Formel hier. Und jetzt habe ich also Varianz einer Summe, die ich ausrechnen muss. Also hier werden wir jetzt Folgendes zeigen, wobei ich jetzt nicht die ganzen Rechnungen mache. Die Varianz ist kleiner gleich ungefähr 3n². Und das Interessante dabei ist, wenn man an den Average Case denkt, gut, Average Case ist 2n log n. Die Varianz ist so groß, die Standardabweichung ist höchstens von der Größenordnung n. Also ich habe eigentlich 2n log n, Standardabweichung von der Größenordnung n. Die Standardabweichung ist kleiner als der Mittelwert. Das heißt, das Ganze streut gar nicht so sehr, heißt es, weil die Standardabweichung von der Größenordnung her kleiner ist als der Mittelwert. Genau. Also wie zeigt man sowas hier? TJ hier soll sein der erste Eintrag im Teilvektor i bis j in Sigma. Also, was war das Beispiel? 3, 1, 5, 4, 2, 7, 6. 3, 1, 5, 4. 2, 7, 6. Und zum Beispiel, schon recht, T, 3, 1. Was ist T, 3, 1? In dem Vektor, von dem Sigma hier, wenn Sigma das hier ist, T31 von Sigma,
Ja, genau. T31 ist 3. Was nehme ich? Hm. 4,7 von Sigma. T47 von Sigma. Ja? Nee? Nicht 4. Ja? 5. Genau. Also bei T47, was muss ich denn angucken? Ich muss den Vektor angucken, der die Elemente 4, 5, 6, 7 enthält. Also den Vektor 5, 4, 7, 6, den muss ich angucken. Der erste Eintrag ist halt 5. Also T47 von Sigma ist 5. Genau. Haben wir das definiert? Dann kann man es ein bisschen leichter rechnen, nämlich, also wir hatten ja schon gebraucht, Erwartungswert von so einer Indikatorfunktion ist die Wahrscheinlichkeit davon, dass TIJ entweder I oder J ist. Das sind also zwei günstige durch alle möglichen, J minus I plus 1, das hatten wir. Varianz von demselben, das braucht man ja in der Formel hier, weil man hier erstmal Summe über alle Varianzen machen muss. Ja, was ist das? Ich brauche einen Erwartungswert von der Indikatorfunktion zum Quadrat. Indikatorfunktion kann nur Werte 0 oder 1 annehmen. Und eine Zahl ist genau dann 0 oder 1, wenn ihr Quadrat 0 oder 1 ist. Das heißt, Erwartungswert von Indikatorfunktion zum Quadrat ist dasselbe wie Erwartungswert von Indikatorfunktion selber. Das heißt, Erwartungswert von dem Quadrat hier ist gleich derselben Wahrscheinlichkeit. Abziehen muss ich aber Wahrscheinlichkeit zum Quadrat, weil ich eben Erwartungswert Quadrat wieder abziehen muss bei der Varianz. Aber das interessiert mich jetzt hier nicht, der letzte Term hier. Der ist auf jeden Fall positiv. Das heißt, kleiner gleich dem hier, kann ich auf jeden Fall sagen. Und was eben auch noch schön ist, ich behaupte hier, wenn IJ und KL verschiedene Zahlen sind, also ein Beispiel hier, T1, 3 und T, fünf, sieben. Da ist es ganz einsichtig. T1, 3. Was ist T1, 3? Ja, 3. Und T5, 7 ist 5. Und das T1, 3 verwendet den Vektor 3, 1, 2. T5, 7 verwendet den Vektor 5, 7, 6. Also völlig verschiedene Vektoren. Das heißt, die müssen unabhängig sein. Die sind unabhängig. Und immer dann, wenn die Indizes verschieden sind, behaupte ich, sind die unabhängig. Und das ist schön, weil wir ja die Kovarianzen hier addieren müssen. Und da wissen wir, wenn unabhängige Zufallsgrößen vorliegen, dann sind die 0. Ja? Also, ich verstehe nicht ganz. Die Aufteilung, wenn wir das Ganze in einem Algorithmus teilen, das immer auf. Und in welchen der beiden Hälften des Landes? Jetzt bin ich auch einmal kurz irritiert. Also bei dem Beispiel ist es, glaube ich, okay. T1, 3, T und 7 sind einfach völlig verschiedene Vektoren, ne? Aber Sie sagen jetzt doch zum Beispiel, oder sagen Sie das? Wenn ich angucke T1, 4 und T2, 5. Na, also Sie sagen sozusagen, T1, 4 und T2, 5 sind vielleicht nicht unabhängig. Weil, so das Argument, hier geht es um den Teilvektor, der 1 bis 4 enthält, und da geht es um den Teilvektor, der 2 bis 5 enthält. Das sind, die sind ja nicht disjunkt, die Teilvektoren. Also 1 bis 4, 3, 1, 4, 2, den brauche ich da. Und 2 bis 5. Also beispielsweise, wenn das hier 2 wäre, oder?
Was ist es denn überhaupt? T14 ist 3, ne? Ach so, genau, wie ist denn das? T14 ist 3, oder? Und T25 ist aber auch 3. Bin ich selber verwirrt. Das sieht nämlich nicht unabhängig aus, ne? Bin ich hier verwirrt? Da muss ich vielleicht noch mal drüber nachdenken. Steht da nicht der Unabhängig für i, j geschnitten in 2,11 gleich mehrere Menge. Das beiden, wenn ich es richtig verstehe, sind das mit beiden Nee, Intervallen. nee, das ist nicht gemeint. So brauche ich es nicht, wenn. Also 1,4 ist ja die Summe von 2,5. Also die Menge aus den Zahlen 1 und 4 und die Menge aus den Zahlen 2 und 5 sind disjunkt. Sind keine Intervalle gemeint hier. Dann behaupte ich hier, die sind unabhängig, aber sieht es gerade nicht so aus, ne? Da muss ich noch nachdenken. Ich vermute, dass es darauf rausläuft. Also ich brauche dann Produkte von denen. Ah, tatsächlich. Ja. Werden 20 immer verglichen, werden im ersten Schritt mehr auseinander. Ja, 1 und 4 auch nicht. Ja, genau, aber es geht ja um alle Sigma. Um alle Möglichkeiten von Sigma geht es ja. Da gibt es natürlich schon welche, wo es dann so ist oder wo es eben nicht so ist. Könnten denn diese Zufallsgrößen hier negativ korreliert sein? Nicht so klar, ne? Wenn ich schon weiß, also jetzt in dem Fall hier, wenn ich schon weiß, 1 und 4 werden miteinander verglichen. Achso, genau, ich weiß, die sind schon, die werden miteinander verglichen. Dann weiß ich, 1 oder 4 steht an erster Stelle in dem Teilvektor. Bringt mir das irgendeine Information darüber, ob 2 oder 5 verglichen werden? Weil man ja entweder das Link von, also wenn ja 5 größer 4 Also in dem Teilvektor, was könnte passieren? Es könnte sein, dass die 4 am Anfang steht. Achso, doch, es könnte schon was sein, ne? Wenn die 4 am Anfang steht, dann könnte die 5 noch vor der 4 stehen. Also bringt mir schon was, die Information eigentlich. Aber ob die jetzt positiv oder negativ korreliert sind, kann ich gar nicht so gut sagen. Also wenn ich schon weiß, 1 und 4 werden verglichen. Ist es dann gerade wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, dass 2 und 5 verglichen werden? Also eins ist klar, wenn die deswegen miteinander verglichen werden, weil die 1 vorne steht, dann ist egal. Dann bringt mir das für die Information dafür gar nichts. Wenn die 4 aber vorne steht, dann bringt mir das schon was. Weil dann weiß ich, die 4 steht vor der 3, steht vor der 2. 5 weiß ich aber nicht. Also 4 steht vor 2 und 3. 5 weiß ich aber nicht.
Und die 5, ja, die kann links von der 4 stehen, zwischen 4 oder halt rechts von der 4, ne? Ach so, die 4 wird aber den ganzen Vektor eher weiter vorne vorkommen, weil ich schon weiß, sie steht vor der 2 und vor der 3. Das ja schon. Und wenn ich mich frage, wird es 2 und 5 verglichen, dann würde ich sagen, eigentlich unwahrscheinlicher, weil ich schon weiß, dass die 4 relativ weit vorne kommt. Die Information, dass 1 und 4 verglichen werden, heißt jetzt was über die Position der 4. Die kommt relativ weit vorne im Vektor vor. Weiter vorne als einfach nur zufällig. Und dann wird es unwahrscheinlich, dass ich 2 und 5 vergleichen muss. Oder? Ja? Wir haben ja im ersten Schritt immer einen Vergleich. Ja. Ach Ja, so. und das sagt man ja nicht von der Festkehrverfolgung. Wenn jetzt 1 oder 4 das allererste Element in der Array wäre, dann würden wir es mit jedem anderen vergleichen. Oder? Ich denke, das ist ganz praktisch. Ja, schon. Also wenn die 4 jetzt ganz vorne steht zum Beispiel. Also sagen wir mal, T14 tritt ein, weil die 4 ganz vorne steht. Also T14 gleich 4, so, weil die 4 ganz vorne steht. Das hat einen Impact auf T25, weil T25 ist dann automatisch, also 2 und 5 werden nicht miteinander verglichen. Also ich behaupte, wenn die Zufallsgröße A14 eintritt, also 1 und 4 werden verglichen, dann heißt das, ja, 1 oder 4 sind relativ weit vorne im Vektor. Und das macht es dann unwahrscheinlicher, dass ich 2 und 5 vergleichen muss. Das heißt, die hier, wenn, weil sonst, also IJ ist 1, 4 und eigentlich so sagen. Indikator A14, Indikator A25 sind negativ korreliert. Das glaube ich, weil wenn der eine 1 ist, der andere wahrscheinlich ja 0. Aber das ist ja nur der Hälfte der Fälle, oder? Also wenn eins vorne steht, dann ist der eine nicht der Fälle. Ja, schon, ja, schon. Ja, klar, aber es sind das symmetrisch dann. Ja. Aber ich würde mal schätzen, also ich glaube, so, was ich hier hingeschrieben habe, stimmt nicht. Wenn die Intervalle nicht überlappen, dann ist es, dann sind unabhängig, das stimmt. Aber sonst werden sie negativ korreliert. Und dann ist es mir auch wurscht, weil ich ja quasi hier in der Summe, ja, die lasse ich halt dann einfach weg. Wenn die negativ korreliert sind, lasse ich sie einfach weg und schalte es dann oben mit kleinerlich ab. So wird es dann. Aber Sie haben, glaube ich, völlig recht, dass das hier so nicht stimmt. Hier. Okay. Also zur ganzen Rechnung. Ganz mache ich sowieso nicht. Ich brauche die Varianz von H von Sigma. Also die Varianz von der Summe hier. Dann sagen wir erstmal gut, Summe alle Varianzen. Achso, jetzt ist es noch ein bisschen verwirrend. I kleiner als J steht hier deswegen, weil hier i kleiner j ist. Also die ganze Summe erstreckt sich über alle i und j, wo i kleiner als j ist. Und zweimal Summe aller Kovarianzen, wo, ach so, halt, eigentlich nicht zweimal, also zweimal, also i kleiner j, k kleiner l, aber i und J nicht gleich K,L. Brauche ich hier eigentlich noch. Also ich brauche hier eigentlich noch das IJ ungleich KL. Brauche ich hier. Und die zwei da vorne brauche ich eigentlich nicht. Das war das, was ich hier gesagt habe. Beim Beweis, ich kann auch über alle Möglichkeiten summieren und die zwei hier weglassen. So habe ich es quasi gemacht. Also die zwei dann nicht. Hier vorne, das haben wir abgeschätzt durch 2 durch J minus I plus 1. Und hier hinten, da muss ich so argumentieren, es gibt die Fälle mit negativer Korrelation, die lasse ich einfach weg. Und dann gibt es noch die Fälle mit positiver Korrelation. Das sind die, wo zwei Indizes dann nämlich gleich sind. Also hier könnte jetzt zum Beispiel
J gleich K sein. J könnte gleich K sein. Und dann habe ich diese Kovarianzen hier, wo der Index hier gleich dem Index hier ist. Und ein Beispiel habe ich ausgeführt, wenn, was haben wir hier? J, nee, I gleich K ist. I ist gleich K, könnte passieren. I gleich K. Also I kleiner J. I ist aber auch gleich K, das heißt, I ist auch kleiner als L und J aber ungleich L, weil wenn J gleich L wäre, wäre es in der Varianz hier drin. So. Was sind die Kovarianz hier? Die kann man nämlich dann wieder ausrechnen. Man sieht auch, ist am Ende positiv korreliert, also Kovarianz A, I, J, A, I, L. Also es können zwei Sachen passieren. In dem Vektor von I bis J kommt I an erster Stelle. Wenn dem so ist, dann kommt auch im Vektor von I bis L I an erster Stelle. Deswegen ist das Produkt aus den beiden Zufallsgrößen 1, wenn I an erster Stelle ist. Und das ist die Wahrscheinlichkeit hier. Oder wenn in dem Vektor I, L, L an erster Stelle kommt, dann ist es ja nicht I. Dann muss in T, I, J, also dann muss in dem Vektor von I bis J, I oder J an erster Stelle kommen. So, und das sind noch hier die Produkte der beiden Erwartungswerte. Und das kann ich wieder abschätzen. Muss ein bisschen rumrechnen, habe hier eine Abschätzung, die ich verwenden kann. Und so kann ich durch alle Fälle durchgehen, was noch passieren kann. Die mit negativer Korrelation, die kann ich weglassen und komme am Ende drauf, ja, kleiner gleich 3n mal n minus 1. Also man sieht, die Analyse der Varianz von der Anzahl der Vergleiche bei Quicksort, die ist dann aufwendiger, aber auch nicht unmöglich. Und Average Case kann man sich, glaube ich, merken, 2n log n und Varianz ist kleiner als die kleiner als die Wurzel aus dem Erwartungswert. So. So, puh. Dann haben wir es, glaube ich, heute geschafft. Nächste Woche sehen wir es aber nicht da. Nee, halt. Nächste Woche sehen wir uns nicht, ne? Das ist Pfingsten, genau. Dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dann. Ja? Übungsblatt gibt es doch schon, oder? Gibt es gerade alles? Ach so, nee, also Sie schneiden einfach diese eine Woche gedanklich aus dem Kalender raus. Müsste aber eigentlich noch drum stehen, also im Übungsblatt, wann es Abgabe ist. Ja.